Und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarum in dieser wundervollen Stadt mit der wundervollen Musik namens Illumina City. Da sind wir wieder zurück in einem neuen Part Pokémon Y. Again, mit dem Zwergenfürst. Ich würde mal sagen, bevor wir ins nächste Café gehen und dort den Dialog fortsetzen mit der Story und so weiter, lassen wir uns mal eine neue Frisur machen beim Friseur. Wird mal wieder Zeit. Zeit für einen neuen Look. Willkommen! Wir beraten unsere Kunden in einem Friseur und Farbe, bei Frisur und Farbe. Die Zufriedenheit der Kunden ist für uns alles. Wonach steht dir denn heute der Sinn? Haare schneiden und färben. Ja, wieso nicht? Gleich auch noch mit Färben. Warum nicht? Machen wir gleich alles auf einmal. Soll dein gesamtes Haar schneiden oder nur dein Stirnhaar? Komplett. Oder? Ein kompletter Haarschnitt plus Färben. Das macht 3000 Pokémon-Dollar. Ja, ich will halt nicht nur die Spitzen geschnitten haben, ich will komplett. Einmal komplette neue Frisur. Ja, auf geht's. Ich bin untröstlich und hast leider nicht genug Geld bei dir. Wonach steht dir heute der Sinn? Nach Sachen verkaufen. Ich brauche Geld für den Friseur. Ach, da haut die Frisurin gleich ab. So. Einmal hier hinein. Da wird hier mal ein bisschen was verkauft. Vielleicht kann ich wirklich was loswerden. Na denn, einmal die Frisur abholen. Komplette Frisurerneuerung. Muss sein. Rein da. Jetzt haben wir das Geld. Wir haben ein bisschen was geopfert, aber auf geht's. Den ganzen Text nochmal. Haare schneiden und färben. Komplett. Auf geht's. 3000. Nimm mein Geld. Dein Hut kannst du gerne mir geben. Ich verwahre ihn in der Zwischenzeit. So, da sind wir beim Friseur. Wie soll ich denn Haare schneiden? Kurz, Pagenschnitt, mittelkurz, lang. Das überlasse ich dir. Wow. Der Random Haarschnitt. Oh, wobei. Ich glaube, das ist nicht so clever. Obwohl, wäre mal lustig, mit der Frisur durch die Gegend zu rennen. Die frisiert einfach mal. Lang haben wir, glaube ich, jetzt schon. Mittelkurz. Pagenschnitt. Sieht bestimmt auch interessant aus. Kurz. Kurz wäre auch mal eine Version, wo wir mal mit rumrennen könnten. Ist dann, glaube ich, ganz kurz. Also fast Glatze. Die finale Entscheidung. Soll ich es mal mit Pagenschnitt versuchen? Mal so ein bisschen was Gewagteres oder kurz. Ist man wirklich, wollte man jetzt nicht so lange, bis zur lange Haare, die bis zur Schulter runterfallen, sondern mal so ein bisschen was, ja, moderneres, was so ein bisschen frecheres, was ein bisschen wilderes. Ich glaube, ja, obwohl Pagenschnitt jetzt bestimmt nicht die wildeste Frisur ist. Ich würde es vielleicht mal versuchen. Wenn nicht, da sammeln wir nochmal 3000 Pokédollar und kommen irgendwann später an einem anderen Part vorbei. Und das bleibt jetzt aber erstmal ein paar Parts, deshalb. Okay, Pagenschnitt her damit. Welche Farbe soll es denn sein? Was hast du dir so vorgestellt? Dunkler als jetzt, so wie jetzt, das überlasse ich dir. Wollen wir mal den random Typ spielen. Ah, es könnte wehtun, wenn sie das entscheidet. Dunkles Schwarz, Brünett, Honigfarben, Orange. Gibt's keine bunten Farben, keine. Schade. Also blau oder
Ein bisschen rot gefärbt. Orange. Honigfarben, brünett. Schwarz. Orange, das ist durch den Rotton mit gemeint. Brünett sieht bestimmt nicht schlecht aus. Ich glaube, ich nehme Honigfarben. Das passt vielleicht am besten. Ja. Kann man riskieren was. Auf geht's. Honigfarben. Also sehr gerne. Na, mal schauen, wie es aussieht. Entschuldige bitte, dass ich einfach so das Thema wechsle. Aber deine Klamotten gefallen mir heute ganz ausgezeichnet, Zwangfee. Ach ja, mal diese Themen, die hier beim Friseur angesprochen werden. Mal so ein bisschen labern, ein bisschen erzählen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo du die wohl gekauft hast. Ach, in so einem Ramschladen auf der ersten Geschichte, wo ich angekommen bin, hier im ersten Stadt. Dort, wie ist schon, also nicht in einem professionellen Boutique, in so einem normalen Ramschladen. Fragst du nach dem Namen der Boutique? Sobald ich frei habe, gehe ich dort einkaufen. Ich kann es kaum erwarten. Naja, gibt hier ein Illuminati die bessere Ideen. Hast du denn eine Präferenz, was dein Stirnhaar angeht? Zur Seite Ponyfrisur. Ja, wenn dann schon richtig zur Seite. So, mal schauen, wie bekloppt das jetzt aussieht. Du wirst deinen jetzigen Stil also beibehalten. Ja. Auf geht's. Sehr gerne. Dann schneide ich nur die Spitzen. Ah, die Spitzen schneiden. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht einfach auch als Mann nicht. Das ist, ich meine, hab's schon öfters erwähnt. Wenn ich zum Friseur gehe, wird ordentlich der Buki rasiert hier. So ungefähr. Da wird nicht nur Spitzen geschneidet, da kriege ich eine komplett neue Frisur, da wird ja alles weggemacht, da wird komplett kurz. Das ist einfach komplett Erneuerung. Das wächst sehr schnell nach bei mir, aber ja, wird erstmal komplett neu gemacht. Alles klar, wir sind fertig. Oh, oh, ich bin gespannt. Na, wie schaut's aus? Boah. Ja, sieht doch gar nicht mal so übel aus. Ja, kann man machen. Schaut nicht scheiße aus. Hier ist noch den Hut drauf. Edel. Deine neue Frisur steht dir ganz hervorragend. Finde ich auch. Also, da muss ich sagen, also Respekt. Hätte ich mir nicht von der Beschreibung denken können. Vielen Dank für deinen Besuch. Komm doch jederzeit wieder vorbei, wenn dir nach einem neuen Look ist. Ja. Nicht übel, sprach der Dübel. Kann sich sehen lassen, also das ist was Neues. Ja, hat Stil. Kann man so tragen. Hat aber auf jeden Fall in diesem Farbton auch, in diesem Blond, in diesem... Ja, gefällt mir. Kann man tragen. Hübsch, da sind wir wieder auf Südring mit neuer Frisur. Dann überraschen wir mal den Kalem. Er kennt uns gar nicht mehr. Hast du einen Moment Zeit? Ich habe sogar zwei Momente Zeit. Und kein Wort zu einer neuen Frisur. Mann, was bist denn du hier? Das ist meine Frisur. Junge. Oh, wen haben wir denn hier? Sag mal, Nachbarin. Sind das nicht Floridis und... Moment mal, ist das etwa Gianta? Floridis ist der Leiter des Labors, in dem der Holodog entwickelt wurde. Und Gianta kennst du bestimmt selbst, oder? Du weißt schon, das ist die super beliebte Schauspielerin, von der alle Welt redet. Aber was führt die beiden wohl zusammen? Wie du dieser jungen Mädchen in der Debütrolle gespielt hast, war einfach wunderbar. Würdest du nicht am liebsten ewig solch jungen Charakter spielen? Ich finde diese Frage irgendwie seltsam.
Schönheit ist doch nicht ausschließlich mit Jugend gleichzusetzen. Alles verändert sich mit der Zeit. Wenn ich irgendwann eine alte Dame bin, werde ich mich mit Freude in altersgemäßen Rollen zuwenden. Aber siehst du es dann nicht als deine Pflicht als Schauspielerin an, auf ewig schön zu sein? Wenn es nach mir ging, würde ich in der Welt auf der Stelle ein Ende setzen. All die Schönheit dieser Welt würde somit ewig währen. Ich ertrage es einfach nicht, wie die Welt nach und nach immer hässlicher wird. Oh, hallo, Zwergfee. Das hier ist Diana, eine der besten Schauspielerinnen von ganz Carlos. Mit ihrem bezaubernden Spiel berührt und rührt sie die Leute gleichermaßen. Mit anderen Worten, sie hat ihr Leben ganz der Freude anderer verschrieben. Wäre doch nur jeder so selbstlos wie sie, die Welt wäre gleich viel schöner. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Gut, dann muss sie nicht mehr lange synchronisieren. Irgendwann später vielleicht, aber jetzt nicht. Und wer seid ihr? Ich heiße Kalem, sehr erfreut. Nun ja, und das ist Zwergfee, nicht wahr? Ich habe gehört, wie ihr euch vorhin gegrüßt habt. Ihr habt beide sehr schöne Namen. Und eure Pokémon sind auch ganz reizend. Ich habe auch Pokémon, die ich trainiere. Wir sollten unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Oh, das werden wir. Das werden wir. Da kannst du dir sicher sein. Stimmt. Da wir ja beide Pokémon-Trainer sind, können wir tatsächlich mal miteinander kämpfen. Ach ja, da fällt mir mal was ein. Ich wollte dir ja etwas sagen, Nachbarin. Wollten wir nicht eine Art Wettstreit daraus machen, wer von uns beiden letztlich stärker sein wird? Du bist zwar gerade erst nach Eskistia gekommen und hast deine Reise angetreten, aber wir sind schließlich Nachbarn. Da dürfte so ein wenig Konkurrenz die Sache doch spannender machen, oder? Ich werde zwar so oder so nicht verlieren, aber trotzdem. Fällt dir etwas auf an dir, junger Herr hier? Ich komme ja, war hier gerade beim Friseur hier und du sagst dir nichts. Kalem, ja, der mit dem türkischen Namen. Kalem. Ja. So, ein Rüpel. So, können wir hier weiter? Nein, hier werden wir wahrscheinlich gleich aufgehalten. Von dem nächsten Bauarbeiter. Ich sehe ihn schon. Ein Mechikel. Okay. So. Du kannst nicht vorbei. Pardon, du kannst momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Kehr um. Okay. Taxi. Wo kannst du mich hinbringen? Willkommen beim Illumina-Taxi. Ich würde dir nur zu gerne einen Platz in einem Taxi anbieten. Aber leider ist aus unbekannten Gründen in dieser nördlichen Stadthälfte der Sturm ausgefallen. Deswegen herrscht hier gerade leider Fahrverbot. Oh. Ja, kein guter Tag für einen Taxifahrer. Pardon, ja, kannst du momentan nicht durch. Es gab einen Stromausfall und wir versuchen gerade herauszufinden, woran es liegt. Okay, hier auf dieser Strecke kann ich auch nicht. Schade. So. Und dann verbringe ich diesen Part nochmal in Luna City und gehe gleich mal hier in dieses Studio rein. Dort drehen wir dann mal ein Promo, ein Trainer-Promo. Trainer Propo oder wie das hieß. Hallo und guten Tag, bitte tritt doch näher. Mach ich doch glatt. Herzlich willkommen im Trainer Promo Studio. Trainer Promos heißen die also. Aha. Hier kannst du eine Einzigartigkeit komprimiert in 10 Sekunden Film packen und der ganzen Welt zeigen, wie toll du bist. Die Sache geht wirklich super schnell. Möchtest du mal versuchen, so ein Promo aufzunehmen? Sehr gerne. Machen wir sofort.
Okay, klasse. Dann sehen wir zu, dass wir die Aufnahmen gleich mal in den Kasten kriegen. Wie möchtest du denn am liebsten rüberkommen? Süß, elegant, heiter. Wärst du mal mit süß, probieren wir es mal so. Obwohl elegant würde zu dem neuen Look besser passen. Elegant, wir machen es elegant. Alles klar. Dann filmen wir die nötigen Szenen doch sofort. Dürfte ich dich gleich hier ins Studio bitten? Das war's, gut gemacht. Damit haben wir ein paar tolle Szenen im Kasten. Na, zeig mal her. Eine neue Hoffnung am Trainerhimmel. Das ist Zwergfee. Mach Bekanntschaft mit Zwergfee. Aha. Okay. Sieht noch nicht so ganz super duper aus. Aber es ist auch nur so ein kleines Template, was wir hier erstellt bekommen haben. Gucken, wie es ausschauen kann. Naja. Wir machen gleich selbst eins. Wenn wir dann irgendwann richtige Mode gekauft haben, dann sieht das bestimmt auch gleich besser aus. Okay. Film wird veröffentlicht. Ja, was wollte ich ersetzen? Wen haben wir denn hier? Wow, du machst echt. Wow, du machst echt was her. Klasse. Das macht echt, echt große Augen. Hier, das ist für dich. Linsenetui. Na, hervorragend. Das Linsenetui enthält manchmal in verschiedenen Farben Kontaktlinsen. Probiert die mal durch. So kannst du deine Augenfarben nach Lust und dann verändern. Wenn du mal andere Kontaktlinsen tragen willst, kannst du sie auch einfach in der Umkleidekabine in ein Pokémon-Center austauschen. Ja. Natürliche Augenfarbe ist vielleicht am besten. Schönen guten Tag. Der eigentliche Empfang ist auf der linken Seite. Ich warte nur geduldig darauf, dass hier mit einem Trainer von Steel vorbeischaut. Dass hier mal ein Trainer von Steel vorbeischaut? Oh, gibt es wohl eine stilvollere Variante. Kann man wohl sich nochmal mit den wundervollen Klamotten melden. Mhm. Okay, man kann was selbst kreieren, aber das habe ich auch noch gar nicht gewusst. Man kann wohl später nach der Top 4 vielleicht nochmal vorbeikommen und ein richtig mega Filmchen drehen. Machen wir vielleicht mal. Ich fürchte, dass nach der Top 4 ist. So, du bist die Styling-Expertin hier. Du befindest dich in der Maske des Trainer-Promo-Studios. Sprich mich einfach an, wenn du dir von dem Dreh noch etwas zurecht machen willst. Soll ich dich vor dem Dreh der Trainer-Promo noch etwas zurecht machen? Ja, kann ich schauen. Alles klar, bei mir bist du in guten Händen. Bitte nimm auf dem Stuhl da Platz. Ein neues Styling hier. Stylisch geht's hier rein in das Promo-Video. Verrate mir doch bitte, welche Art von Make-up dir so vorschwebt. Was kann ich für dich tun? Lidschatten, Wimperntusche, Rouge, Lippenstift, Gesichtsmerkmale. Ich bin fertig abschminken. Fangen wir mal von vorne an. Lidschatten, welche Farbe soll der Lidschatten haben? Och, jetzt geht's ja in die feinen Sachen hier. Kenn mich da nicht so aus. Braun, grün, blau, violett, orange. Natürlich ja, Look abschminken. Guck mal, braun hier fällt mir doch ganz gut. Warum war ne? Wimperntusche. Welchen Effekt soll ich dir mit der Wimperntusche zaubern? Mehr Volumen, mehr Länge. Und dann natürlich genug. Volumen klingt doch toll. Haurner. Rouge. Welche Farbe soll der? Welchen Farbton möchtest du für dein Rouge verwenden? Orange, Pink, Pfirsich, Hellrosa, natürlich ein Look. Pink. Das sieht bestimmt gleich komplett wahnsinnig und sehr günstig aus. Gekünstelt. Aber gut. Lippenstift noch mit dazu. Orange, Pink, Grellrosa, Weinrot. Passend zum Braun und Pink nehmen wir natürlich Weinrot. Ich weiß es schon, allen Damen, die sich mit Make-up und Schminke auskennen, rollen sich hier die Fußnägel hoch. Wenn ich jetzt hier
die Sachen auswähle. Das ist wahrscheinlich der komplette Chaos, aber na gut. So, Lippenstift und alles anderes gewählt. Gesichtsmerkmale. Sommersprossen oder natürlicher Look? Hier ist noch Sommersprossen da drauf. Das sieht bestimmt richtig scheiße aus. Das sieht bestimmt so richtig Clowns-Schminke-mäßig aus. Sommersprossen soll es also sein. Nichts lieber als das. So, wie geht's weiter? So, ich bin fertig, will ich mal sehen, wie ich aussehe. Na, na toll. Gut, dann wollen wir dich mal hübsch zurecht machen. Na, so kacke sieht's doch gar nicht aus. Naja, obwohl. Sieht schon recht gekünstelt aus. So die braunen Lidschatten. Ja, sieht nicht natürlich aus, nicht wirklich. Sieht so ein bisschen, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Feindame. Das sieht nicht wirklich gut aus. Nee, ich glaube nicht. Lass mal bleiben. Nicht so viel Schminke, bitte. So, natürlicher Look. Lidschatten. Ja, natürlicher Look. Lippenstift bitte nicht weinrot. Vielleicht gibt es da irgendwie mal Pink. Ja, sieht vielleicht besser aus. Zwecke der Experte hier für Mode. Nee, auf keinen Fall. Rouge. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen. Hellrosa. Warum nicht? Lidschatten haben wir natürlich, oder? Ja. Schauen wir mal so, wie es aussieht. Ja, gefällt mir schon besser. Kann man machen. Sieht schon natürlich aus. Ach, was soll's. Weil am Text brauchen wir nicht so viel Make-up. Ich werde mir dein jetziges Aussehen fürs nächste Mal gut einprägen. Dann möchtest du deine Trainer-Promo für in diese Ausmachung drehen? Aufmachung. Ja. Auf geht's. Was soll die ganze Schminke? Wir sehen auch so gut aus. Neue Frisur. Das passt. So. Neues Video. So. Du erstellst nur einen Trainer-Promo in etwa 10 Sekunden langes Vorstellungsvideo. Okay. Geben wir mal unser Bestes. Würde ich sagen. Für jede Sekunde können diverse Aktionen bestimmt werden. Ändere auf diese Weise die Pose in deiner Spielfigur oder veranlasse die Wiedergabe verschiedener Soundeffekte. Der erste Schritt auf dem Weg zu deiner Trainerpromo sollte also darin bestehen, eine Sekunde auszuwählen und eine Aktion für sie zu bestimmen. Wähle eine Sekunde. Ja, ich glaube, ich würde sagen, genau. Ich mache das mal ein bisschen offscreen, weil das ist jetzt relativ langweilig, zumindest das Erstellen. Vor allem, wenn man nur den oberen Bildschirm zeigt, sehen wir uns dann, wenn das fertige Produkt gezeigt wird. Ja, so sieht's aus. Die Musik. Das hatten wir. Pokémon Y, das erste Projekt, das 2016er Projekt, wo ich den männlichen Charakter gespielt habe. Da ich den so pompös dargestellt. Kommt es nochmal? Naja, eher nicht so. War damals für die jungen Geschichte ganz gut, aber jetzt eher nicht so. Naja. Ja. Schon viel, ja, nehmen wir.
kommt es, das Promo-Video. Ja. Ein hübscher, 10-sekündlicher Clip. Kann man so nehmen, oder? Ja. Passt. Was auch hinter uns. Ich habe dich abgeschminkt. Jetzt bist du wieder ganz du selbst. Kannst jederzeit vorbeischauen, wenn dir der Sinn nach Aufbrezeln steht. Aufbrezeln. Na denn. Den ersten Trainer-Promo gedreht. Wird bestimmt nicht der letzte sein. Na denn. Geht's mal weiter auf den Missleiter. Ich glaube, da müssen wir lang. Holo-Nachricht erhalten. Oha. Haben wir uns heute ein bisschen aufgebrezelt. Hör, ich bin gerade auf Route 5 und hier gewinnt es nur so von wilden Pokémon. Komm schnell vorbei. Das darfst du nicht entgehen lassen. Mach ich nicht. Ich komme sofort vorbei. 5 aus. Oh, wer ist denn da? Na, wie läuft's in das Haus? Ich bin übrigens Mr. Miteinander und ich trage das Ruß über die Kraft in die Welt hinaus. Ich sehe schon, du wirst mich sicher gleich fragen, was die Urkraft ist, aber lass mich dir diese Mühe ersparen. Die Urkraft ist eine mysteriöse Kraft, die, wenn angewendet, diverse positive Effekte mit sich bringt. Oh ja. So kann sich beispielsweise dein Pokémon stärker machen oder dir mehr Geld verschaffen. Diese mysteriöse Kraft riecht sogar so weit, dass sie in der Nähe befindlicher Freuden ebenfalls gut widerfahren lässt. In diesem Sinne empfange meine Kraft mehr miteinander. Mr. Miteinander hat dir seine O-Kraft zuteil werden lassen. Du hast jetzt Angriffskraft und Verteidigungskraft. Angriffskraft erhöht den Angriffswert. Ach was. Verteidigungskraft erhöht den Verteidigungswert. Der Wahnsinn. Und noch etwas. Wenn du diese Kräfte schön fleißig einsetzt, steigen sie auf Level an. Wirf zum Anschluss noch ruhig einen Blick auf die Anleitung. Denk dran, du kannst immer das PSS auf die Urkraft zugreifen. In diesem Sinne, ich werde dann mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. Er verschwindet ziemlich schnell. Manchmal verpufft er sogar. Das macht mir Angst. So. Dieses Tor führt dich zurück. Dieses Tor führt dich direkt zur Route 5. Die übrigens auch Koteo-Weg genannt wird. Der Weg bringt dich nach Vanitea. Von dort aus ist es auch nicht mehr weit zum Magnum Opus Palast. Ja, okay. Wenn du dich mal in die Monastik verläufst, steig am besten einfach in ein Taxi. Mach mal. Kommen wir bestimmt irgendwann mal dazu. Ein schöner langer Umweg kann sich durchaus lohnen. Man weiß ja nie, was man unterwegs findet. Ja, der Rat. In der Tat lohnt sich ein Umweg sehr. Ein Riolo. Luca. Lucario. Achso, ein Lucario. Sorry. Geht's dir gut? Ich hatte gerade etwas Spezialtrink mit meinem Lucario absolviert, als plötzlich... Was hast du denn, Lucario? Hast du etwas an der Aura dieses Mädchens den Interesse geweckt? Luca! Was sagt man dazu? Sieht so aus, als würde man Lucario dich mögen. Danke. Weißt du, Lucario könnte die Auren des Menschen spüren und irgendwas an deiner Aura fasziniert ist. Diesen Lucario hier weiter wetteifert übrigens mit meinem anderen Lucario,
Vielleicht hat es ja nur darauf gewartet, meinen starken Trainer willig zu treffen. Entschuldige, ich musste mich doch noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Conny, die Arena-Leiterin von Yantara City. Wenn du fleißig Arena-Ohren sammelst, werden wir uns früher oder später treffen und im Kampf aufeinander treffen. Ich für meinen Teil freue mich schon drauf. Bis dann. Bis dann und ciao. Okay. Und dann mal weiter auf Route 5. Was haben wir denn hier? Stand bestimmt an dem Schild. Skatepark. Sind wir bestens für ausgerüstet. Den Skatepark. Ja, ist nicht so ganz so viel zu sehen. Komm mal hin und her. Skaten. Hui, hui, hui. Hoch, hinunter und durch die Dinger hier Slalom fahren. Bärchen noch nicht ganz so gut, aber man kann es üben. Joa. Und hohes Gras gibt es hier natürlich auch. Und Trainer. Hervorragend. Zack, einmal durchs hohe Gras. Und ein wildes Pokémon hier auf der Route entdecken. Ein Skoppel. Wollte da nicht irgendjemand mal ein Skoppel und wollte mir dagegen ein richtig gutes Pokémon schenken? Egal. Brauchen wir nicht. Flucht gescheitert. Was? Gibt's doch nicht. Los, Flabby. Leer. Greif an. Rankenhieb. Okay. Sagte, greif an. Rankenhieb. Zack. Mach's alle. Naja. Feenbrise. Deckel. Es hält es nicht mehr aus. Leer wurde liegt. Flabby. Kann ich jetzt fliehen? Danke. Pokémon in meinem Team. Jo, so sieht's aus. An dieser Stelle sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr in dem Zwergenfürst verpassen wollt. Den nächsten Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee nicht verpassen wollt. Habt's noch einen angenehmen fürstlichen Tag, Mittag oder Abend. Hui! Da wären wir. Haben wir auch ein Item gefunden. Super Trank. Cool, haben wir welche verkauft. Haben wir jetzt wieder einen zurück. Naja, ich würde mal sagen, gehabt euch wohl. Und haut da rein. Bis denne und ciao, ciao.